Also U18-Wahlen sind für mich ein wesentliches Element für Beteiligung und politische Bildung von Kindern. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass so viele wie möglich Kinder vorbereitet werden auf die Wahlen und dann auch mitmachen können. Dazu braucht man viele Wahllokale in den Schulen und Jugendclubs. Wir sind hier bei den baptistischen Pfadfindern, hier aus der Friesige Straße. Und wir sind hier, weil wir uns einfach präsentieren wollen, unsere Pfadfinderarbeit, die Arbeit mit Kindern. Und wir bieten hier am Feuer Stockbrot an. Und ja, schauen wir mal, wer so kommt und was noch so gemacht wird. Und aufdrücken. Super. Super. Und da gibt es in Pankow und in ganz Berlin, so in Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulen, gibt es dort Wahllokale und da könnt ihr dann auch selber wählen. Also mit richtigen Stimmzetteln und könnt halt mal so miterleben, wie so eine Wahl funktioniert. Wollt ihr da mal? Um soziale Projekte zu unterstützen. Und was wir hier sehen, ist eine Kaffeemaschine gesponsert oder mit den Mitteln des LSK, aus LSK-Mitteln möglich gemacht. Und diese mobile Pop-up-Küche, wie sie sich nennt, aus Mitteln von Jugendhilft, der Jugendhilftförderung, die in München sitzt, wiederum finanziert. Und hier der Kaffee, den wir anbieten, ist Kaffee über Verbindung bezogen. Das ist eine gemeinnützige Organisation in Deutschland, die den Kaffee aus Guatemala bezieht, von einer Kooperative, Amsi nennt sich die, die über diesen Solidaritätspreis den Kindern der Kooperative möglich macht, eine Schulbildung zu erlangen, beziehungsweise kleine Stipendien für Schüler vergibt, um die Alphabetisierung im Bereich, im Gebiet eben voranzutreiben. Und mit unserem Einkauf über Verbindung dieses Amsi-Cafés, der sich genau nennt, Maya Nuevo Salvador, unterstützen wir die Kooperative bei dem Vorhaben, die Schulbildung weiter voranzutreiben. Ja, genau. Und darüber hinaus bemühen wir uns darüber, über Spendenparlamente zu entscheiden, also die Jugendlichen entscheiden, welche sozialen Produkte hier auch im Kiez von den Spendeneinnahmen finanziert werden. Das ist eine kleine Runde. Wir liegen in die Berliner Allee und da machen wir so eine Befragung, was Sie erinnern würden. Wollen Sie vielleicht was erfahren zu den Allee? Ja. Na, alles weiß ich noch nicht. Also dieses Jahr im September sind ja die Abgeordnetenposten. Ach, das habe ich ja noch gar nicht gewusst, aber das kommt immer überraschend. Und eine Woche vorher gibt es die U18-Wahlen, sozusagen so eine Nachtstellenwahl. Wie kann ich denn da abstimmen? Also in ganz Berlin gibt es in vielen Schulen und Freizeiteinrichtungen Wahllokale und da können die Kinder hingehen und die Jugendlichen natürlich auch
und dann für die Partei abstimmen, die sie denken, dass sie ihre Ziele am besten umsetzen. Und also meistens bis 18 Uhr und dann gibt es auch in vielen Freizeiteinrichtungen noch danach so eine Wahlparty, wo dann so die Auswertung stattfindet. Ja, das ist so unser Projekt, was wir im Sommer vorbereitet haben. In Berlin heißt es immer noch regieren, dann würde man sagen. Ja, war nett, ja. Was halten wir denn davon, dass Kinder und Jugendliche jetzt bei dem 18 Mal auch mitwählen können? Ja, erstmal, das ist ja eine tolle Sache, hat sich ja auch schon mal in den vorherigen Wahlgängen da mal schon mal etabliert. Also super, hoffentlich machen viele mit. Damit kann man sie vielleicht interessieren an Politik. Das ist ja der Hintergrund, die soll ein bisschen neugierig werden. Ne? Na dann informiert schön. Wollen wir vielleicht noch Keks mitnehmen? Nee, danke. Echt nur 18 Keks. Okay. Ja, ja, ich habe den schon gekostet. Hallo. Ich habe ihn schon gegessen und überlebt. Naja, das Überleben da ja. Also ich dachte, die Farbe ist. Ich nehme mein Gummibärchen hier, ich vernichte die Grünen hier.